nervt. Schon als kleines Kind war für meine Mama immer klar, dass sie irgendwann einmal in die Schuhe gehen werde. Ich habe von ihr früher immer die Schuhe angezogen und das möchte ich erhalten, nur weil ich es total liebe, die neuen Schuhe im Betrieb zu testen. Und genau das ist sozusagen das, was ich an meinem Beruf liebe. Ich bin auch immer die Erste, was die neuesten Schuhtrends sozusagen zu Gesicht kriegt. Und daher weiß ich auch immer gleich, was jetzt gerade so in der Schuhbranche abgeht. Das heißt, dass auch keine Saison sozusagen so ist wie die andere oder die vorherige. Und dadurch verändert sich die Schuhe eigentlich ständig. Also ich liebe meinen Beruf. Ich liebe es nämlich mit Kunden und Kundinnen zusammenzuarbeiten, ihnen die richtigen Produkte zu finden. Als Berater liegt mir auch sehr gut. Und ich finde, wenn es einmal stressig in der Arbeit ist, immer freundlich zum Kunden bleibt, egal was ist. Der Schuhhandel bietet auch technische und klassische Produkte an, sei es jetzt die Schuhe einziehen oder Bindungen ändern oder neue Pflegemittelprodukte zu testen, also langweilig wird der Beruf sicher nicht da. Also Basic Einzelhandelsberuf ist für mich gar nichts. Ich brauche eine Arbeit, die was mich herausfordert, die was abwechslungsreich ist und genau das habe ich im Schuhhandel gefunden. Tätigkeiten sind immer spannend, sind auch sehr lehrreich, auch fürs private Leben. Und kein Tag ist wie der andere. Und dadurch ist die Zeit eigentlich wie im Flug vergangen. Und jetzt freue ich mich schon auf die Lehrabschlussprüfung.